zum Welttuberkulosetag 2021 mit dem Thema Die Uhr tickt, hat sich das Team des Deutschen Röntgenmuseums überlegt, wir würden auch gerne einige Beiträge dazu ins Netz stellen. Meine beiden Kolleginnen werden zum einen aus der Literatur etwas vorlesen und Einblicke in diese mysteriöse Krankheit geben, die die Menschheit eigentlich seit Anbeginn begleitet. Neben Malaria und AIDS ist Tuberkulose eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten und nach wie vor unbesiegt. In Deutschland wird die Erkrankung vor allen Dingen durch den Komplex Mycobacterium tuberculosis übertragen und befällt beim Menschen tatsächlich hauptsächlich die Lunge. Man spricht dann von Lungentuberkulose, allerdings können auch alle anderen Organe befallen werden. Die Beschreibung des Erregers 1882 durch Robert Koch war ein Meilenstein der Medizingeschichte. Gut behandelbar wurde die Krankheit allerdings erst mit der Entdeckung der Antibiotika. Auch das ein Meilenstein der Medizingeschichte. Die WHO schätzt, dass circa ein Drittel der Weltbevölkerung mit Tuberkulose infiziert ist. Davon erkranken nur 5 bis 10% der Menschen tatsächlich an akuter Tuberkulose. Besonders betroffen sind dabei Menschen mit einem defekten Immunsystem. In Zahlen bedeutet das, ca. 10 Millionen Menschen erkranken jährlich an Tuberkulose. Rund 1,5 Millionen sterben jährlich an Tuberkulose. 80% der Fälle finden sich in Südostasien und Afrika. Unter den Ländern führt Indien seit Jahrzehnten die höchsten Infektionszahlen, gefolgt von Indonesien, China, den Philippinen und Pakistan. Die Symptome. Eine Lungentuberkulose beginnt oft nur mit leicht erhöhtem Fieber, ein bisschen Husten, also verhältnismäßig unspezifisch. Im weiteren Krankheitsverlauf kann das Fieber steigen, der Husten verstärkt sich, begleitet von Sekretauswurf. Allerdings kann der Beginn auch komplett symptomlos sein. Die Diagnose erfolgt in großen Teilen durch Anamnese, dass man guckt, wo hat sich der Patient möglicherweise infiziert. Ein bakterieller Nachweis findet statt, manchmal auch mit Anzug. Das kann dann einige Wochen dauern. Schneller geht ein PCR-Test. Und dazu kommen natürlich Röntgen- bzw. CT-Aufnahmen der Lunge. Da entdeckt man dann Kavernen, verhärtete Herde. Und bei der geschlossenen Tuberkulose sind die komplett abgekapselt. Dann ist man auch nicht infektiös. Die Therapie sieht in folgendermaßen aus, denn Tuberkulose ist eigentlich mit Antibiotika gut behandelbar, allerdings ist die Behandlung relativ langwierig. Sie erfolgt über einen längeren Zeitraum. 6 Monate lang bekommt man die Antibiotika Isoniazid und Rifampicin, zusätzlich in den ersten beiden Monaten der Therapie noch Ethambutol und Pyrazinamid. Zeigen sich Resistenzen, greift man dann auf Ersatzmedikamente zurück. Dann kann die Behandlung allerdings auch länger dauern. Tuberkulose ist eine armutsassoziierte Krankheit. Der einzige Weg, sie wirklich zu eliminieren, ist es, die Lebensverhältnisse der Ärmsten der Welt zu verbessern. Und da setzt auch das Problem dieser eigentlich gut behandelbaren Krankheit an. Die Gesundheitsstrategien der Länder erreichen diese Menschen einfach nicht. Kommen wir zum letzten Punkt, die Tuberkulose und Covid-19, ein ja relativ neues Problem. Erklärtes Ziel war es, der Tuberkulose zeitnah ein Ende zu setzen, unter dem Motto End TB. Schon mit dem Auftreten von AIDS gab es einen herben Rückschlag für dieses Ziel. Und auch die neue Pandemie mit SARS-CoV-2 gefährdet den Erfolg im Kampf gegen die Tuberkulose, da die Diagnostik im Moment vielfach nur eingesetzt wird, um Covid-19 zu detektieren und man TB da so ein bisschen aus dem Auge verliert. Covid-19 ist eine Erkrankung, die genau wie die Tuberkulose die Lungen befällt und auch auf ähnlichem Weg übertragen wird. Die Inkubationszeit und die Infektiosität ist allerdings eine sehr andere. Und auf den folgenden Seiten können Sie sich auch über beide Krankheiten detailliert informieren. Wir haben eine Seite mit Links angehängt und werden diese auch auf unserer Webseite und auf unseren Social-Media-Kanälen veröffentlichen.